Saarbrücken und Borussia Düsseldorf treffen aufeinander an diesem letzten regulären Spieltag, aber vielleicht treffen sie ja nochmal aufeinander, denn die beiden stehen ja fest in den Playoffs, haben aber jeweils andere Halbfinalgegner, das heißt, in einem möglichen Finale könnte es nochmal zu diesem Duell kommen, aber das ist natürlich Zukunftsmusik und noch nicht sicher, das werden wir erst noch sehen. Hier aber auf jeden Fall ein Spiel, bei dem ja, es vielleicht einfach nochmal darum ging, so ein bisschen Claim abzustecken, nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen, bevor es in die Playoffs reingeht. Patrick Franziska und Christian Karlsson direkt mal gegeneinander, die beiden kennen sich ja bestens. Und Karlsson war da gleich mal on fire, erster Satz gewonnen. Der zweite dann mit dem besseren Ausgang für Patrick Franziska, zumindest möglich bei 3 Satzbällen. Ja, aber das hat mir wunderschön gespielt. Auch toll, wie Franziska den Ball zurückbringt. Verlegt sich hier sogar mal aufs Abwehren und dann hier angetäuscht das Topspin und dann doch abgelegt. Sehr schön gemacht vom Schweden. Trotzdem 1:1 Sätze jetzt. Und Karlsson hier mit Gewalt. Was für ein Ding, haben wir den gerade gesehen? Ball knapp nur dran vorbei. Ja, und führte er hoch, Christian Karlsson, relativ hoch zumindest. Und dann war plötzlich Patrick Franziska wieder da. 13:12 jetzt, wieder Satzball für Karlsson. Wir arbeiten uns weiter hoch. Am Zählgerät. Dann war es passiert. Und dann im vierten Satz doch eine deutliche Führung für Karlsson. Und die Chance hier, das Ding zuzumachen. Ja, Patrick Franziska gibt dieses Spiel letztlich dann ab. Da war heute an diesem Tag Ricardo Walter, sage ich schon, der ist jetzt gerade dran. War an diesem Tag Christian Karlsson. Ja, einfach ein bisschen druckvoller, ein bisschen entschlossener. Jetzt aber zum angesprochenen Ricardo Walter, der hier es mit einem interessanten Mann zu tun bekommt. Dimitri Levajak, der hier sein Debüt gibt in der TTBL, der Serbe für Saarbrücken in diesem Spiel im Einsatz. Der hatte letztes Jahr die Olympia-Qualifikation klar gemacht. Dimitri Levajak und seitdem, ja, von einem, den man eigentlich gar nicht kannte, auf einmal in seinem Land, dem großen Sportstar, denn da war er plötzlich bekannt. Und jetzt eben hier für die Saarländer am Tisch. Machte eine ordentliche Partie, aber Ricardo Walter, der wollte sich hier die Butter natürlich nicht vom Brot nehmen lassen. Als routinierter TTBL-Spieler. Die Rückhand. Und führt dann hier auch 2:0 in Sätzen. Der Weihnachtssieg ist auch eine Besonderheit, wie früher bei Adrien Martinet. Einer der wenigen Spieler auf diesem Level, die eine Brille aufhaben beim Spielen. Ich als Brillenträger finde das sympathisch, aber ist doch auffällig. Gibt nicht mehr viele, die das auf diesem Niveau so machen. Fühlen sich da manche vielleicht auch dann gestört. Oder haben Angst, dass in die Brille von der Nase fliegt, wenn es mal zu wild hergeht. Aber dafür gibt es ja dann auch diese Bänder, die man da noch dran machen kann. Egal. Weg vom Ausflug aus der Optikerindustrie, wieder zurück zu diesem Spiel. Und da sehen wir, dass Dimitri Levajak hier die Chance liegen lässt, vielleicht den Satz noch zu holen. Wäre vielleicht dann anders gelaufen, aber so konnte eben Ricardo Walter das Spiel gewinnen. 2:0 Führung jetzt also schon für Borussia Düsseldorf. Und jetzt Timo Boll gegen Darko Jorgic. Und wir sehen das. Boll 1:0 Satzführung, 8:2 im zweiten. Sah alles nach einer ganz klaren Geschichte aus. Aber dann 2:0 Satzführung Boll und Jorgic gewinnt den dritten. Ja, war Jorgic plötzlich irgendwie in ja, den Zaubertrank gefallen, wie früher bei Asterix. Auf jeden Fall traf der plötzlich wie ein Wilder.
Hier, zack, die Rückhand. Timo Boll die ersten zwei Sätze klar dominiert. Und danach plötzlich wie ausgewechselt dieses Spiel. Fing Darko Jorgic an, Punkt um Punkt zu machen und schafft es hier in den fünften Satz. Da dann sehen wir schon die Körpersprache, auch ungewöhnlich bei Boll, der ärgert sich da. Was man ihm auch mal wirklich selten sieht, dass er so richtig offen zeigt, was er denkt, ja. Ist noch wichtig. Aber es war halt auch einfach dann ein merkwürdiges Spiel. Gucken wir mal, 10-2, der fünfte Satz an einen Darko Jorgic, der plötzlich alles traf. Was für ein Spielverlauf. Und Timo Boll tatsächlich hier geschlagen. Also 2-1, nur noch die Führung für Düsseldorf. Und jetzt Anton Kellberg gegen Patrick Franziska. Und da die zweite Satzführung für den Schweden. Patrick Franziska seinerseits jetzt hier mit der Möglichkeit, es klappt auch, wieder ein bisschen Anschluss herzustellen. Und er fand dann auch besser in die Partie. Trotzdem Kellberg mit einer Führung auch in diesem vierten Durchgang. Ja, vielleicht. 11-11. Es blieb spannend. Würde Patrick Franziska hier nochmal, der Ball war tatsächlich dran, nochmal das Ruder rumreißen können. Aber dann Matchball für Kellberg. Wieder abgewehrt. 14-13. Wieder Satzball für Franziska. Ja, und er schafft es in den fünften Satz. Aber dann wieder Kellberg mit einer deutlichen Führung. 9-5. Was für ein Topspin-Rally hier. Die dann Kellberg für sich entscheidet. Da will hier Franziska nochmal ein bisschen unteren Ball gehen oder Seitschnitt zumindest mitgeben, aber das misslingt dann 10-7. Drei Matchspiele für Kellberg, der ja auch eine grandiose Saison spielt, ganz klar. Der kennt das Spiel fast gar nicht mehr. Und so sorgt er hier auch für die Entscheidung. Düsseldorf gewinnt dieses Spiel in Saarbrücken. Mit 3-1. Und wir gehen rüber in die Interviews. Yeah, tough loss for us today. Darko Jorgic. We lost 3-1 against Düsseldorf. Ja. I would like to congratulate. Leider Niederlage heute für uns. Yeah, we are looking forward for playoffs against Ochsenhausen. Jetzt gilt es einfach, das abzuschütteln und sich auf die Playoffs zu konzentrieren. Da werden wir auf Ochsenhausen treffen. Gerade auch Christian Karlsson und Anton Kellberg, die haben heute sehr, sehr gut gespielt. Und ich bin froh, dass ich nach den ersten zwei Sätzen gegen Timo Boll ja, ein bisschen aggressiver wurde, reingekommen bin, besser getroffen habe. Und ja, Dimitri Levajak gegen Ricardo Walter hat natürlich alles versucht, war vielleicht noch ein bisschen zu groß die Nummer, aber jetzt geht es erstmal in die Playoffs. Ja, okay, ihr habt ein schwieriges Spiel gewonnen hier in Saarbrücken gegen einen Top-Konkurrent für uns. So, wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung hier und ja, hat ein bisschen Glück in der Ende. So, war viel ganz hartes Spiel und wir sind sehr zufrieden mit 3-1.